So, Freunde der Wolle. Wir sind heute hier wieder im Hauptquartier bei uns und machen heute mal so ein Alltagsvideo einfach. Sprechen wir über dies und das. Erstes Thema, was ich habe, das möchte ich euch unbedingt gerne mal gerne zeigen. Guckt mal hier, pass auf, hier bei Instagram, Brand 1. Ich weiß nicht, ob das jemand, ob ihr das kennt. Brand 1, das ist so ein Entrepreneur-Startup-Magazin, würde ich sagen. Ja, da geht es so um diese ganze Bubble oder so. Und da haben die einen Artikel reingestellt in die Brand 1 und der ist überschrieben bei Instagram mit folgendem Statement: Viele Leute haben Jobs, bei denen sie sich am Montag schon auf den Freitag freuen, wenn die Woche endlich vorbei ist. Das kann doch nicht Sinn des Berufslebens sein. Und dann: Die Digitalagentur Format D hat ein schickes Büro in München, aber das steht oft leer, weil alle unterwegs sind mit dem firmeneigenen VW Bulli in Portugal oder in einer Villa in der Toskana und die Chefs bezahlen alles aus purem Egoismus. Sowas bringt mich in ein schwieriges Dilemma, okay? Weil ich bin eigentlich kein missgünstiger Typ. Leben und leben lassen. Was mein Gedanke ist oder mein Gefühl sofort ist, ist, ich bin nicht neidisch, sondern ich bin traurig, weil ich kann das meinen Mitarbeitern nicht bieten. Nicht, weil ich es ihnen missgönnen würde oder weil wir das vielleicht auch finanziell nicht können oder was weiß ich, sondern wir können es strukturell nicht. Wir produzieren. Wir schaffen Werte. Eine Digitalagentur, die kann uns vielleicht helfen beim Vermarkten dieser Werte. Aber wir sind die, die Werte produzieren. Und für jede andere Brand und jede andere Firma, sei sie noch so illustrer, wenn sie realwirtschaftlich arbeitet und ein Produkt verkauft, muss dieses Produkt produziert werden. Und da kann man sich natürlich hinstellen und sagen, oh, wir haben Homeoffice und so weiter und so fort. Aber es gibt irgendwen, der sich 8 Stunden am Tag hinsetzen muss und die Sachen nähen muss, produzieren muss, schleifen muss, schweißen muss, was auch immer. Montieren spielt ja keine Rolle. Und denen ist diese Welt, diese Art der Arbeitswelt verschlossen. Ich komme da in ein Dilemma. Ich habe da auch keinen Erklärungsansatz. Ich weiß nicht, wie man damit umgehen sollte. Klar, die können das so machen. Das ist, aber das, da entsteht so eine Zweiklassen-Arbeitsgesellschaft irgendwie, versteht ihr? Und das macht mir riesige Sorgen, weil ich finde, dass die soziale Schere sowieso schon auseinandergeht. Und wenn wir jetzt innerhalb der Arbeitswelt, innerhalb der Leute, die halt die irgendwie ihre Zeit hergeben, um an unserem Land mitzuarbeiten, wenn innerhalb dieser Gruppe auch noch eine Schere aufgeht zwischen denjenigen, die auf Honolulu arbeiten können und sich da entspannt die Eier schaukeln und denjenigen, die halt hier sein müssen, in der Produktion arbeiten und schwitzen müssen, dann entstehen, glaube ich, große soziale Verwerfungen und Probleme. Und da mache ich mir Sorgen. Und ich würde gerne mal eure Meinung hören, was ihr dazu sagt, wie man das auffangen kann. Ich hatte schon mal ein Video hier, da habe ich über die 4-Tage-Woche gesprochen und meine Meinung dazu. Und in den Kommentaren habe ich gelesen oder habe ich festgestellt, dass ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt habe oder dass da irgendwie ein Missverständnis entstanden ist. Ich missgönne niemandem seine 4-Tage-Woche. Und ich glaube auch nicht, dass es nicht funktionieren kann für den einen oder für den anderen handwerklichen Betrieb. Geht das bestimmt. Die einen oder anderen haben da geschrieben, ja, mein Vater hat auch eine Zimmerei, die machen 4-Tage-Woche, funktioniert super. Glaube ich euch. Bin ich total dabei. Ich glaube aber, dass es gesellschaftlich ein Problem wird, weil wir schon einen Fachkräftemangel haben. Wir haben einen Mangel an Arbeitsstunden, an ausgebildeten Arbeitsstunden, produktiven Arbeitsstunden. Und durch eine Arbeitszeitverkürzung wird das nicht besser. Klar, in einem kreativen Beruf ist es so, dass wenn ich 8 Stunden arbeite und ich habe Output X und ich 16 Stunden arbeite, habe ich nicht Output 2X. In einem kreativen Beruf stimmt das, da ist das so. Aber in einem produktiven Beruf, da ist das in vielen Bereichen ist das genauso. Was bei uns die Werte schafft, ist die Steppmaschine oder die Cuttermaschine und die braucht jemanden, der sie bedient. Wenn die Maschine 4 Stunden läuft, dann schafft sie Wert X und wenn sie 8 Stunden läuft, schafft sie Wert 2x. Punkt. So, das ist einfach ein harter Fakt und ich glaube, dass die 4-Tage-Woche da Probleme macht. Wenn wir sagen, oh, wir mit der 4-Tage-Woche sind wir genauso produktiv wie in der 5-Tage-Woche, warum machen wir denn nicht eine 3-Tage-Woche oder eine 2-Tage-Woche? Vielleicht sind wir dann genauso produktiv wie die 5-Tage-Woche. Ist irgendwie intuitiv klar, dass das irgendwo ist die Grenze, nicht wahr? Das heißt also, hier verändert sich was. Wenn wir Arbeitszeit verkürzen, verändert sich das Angebot auf dem Arbeitsmarkt und verschärft die angespannte Situation sowieso noch. Okay, so, jetzt lasst doch mal einen Kommentar dazu da. Ich möchte gerne hören, was ihr dazu denkt, wie ihr das seht. Ich habe insbesondere für dieses Thema hier mit diesem Arbeitsweltenadel, hätte ich fast gesagt, ja, die irgendwie sich da irgendwie ein lockeres Leben machen können. Ich habe da keine Antwort dazu. Ich wüsste gerne, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht selber in so einem Beruf arbeitet und sagt,
Das ist angemessen, weil wir unglaublich hart arbeiten müssen und brauchen dann Ausgleich oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich möchte da gerne mehr Verständnis für erlangen und eine fundiertere Meinung haben. Und da könnt ihr mir ein bisschen bei helfen. Okay? So Themen triggern dich auch, oder? Ja, na klar. Wie gesagt, also ich lese das dann und denke, okay, wieder, das wird hier sozusagen publiziert, es wird nach vorne geschoben. Und es wird so dargestellt, als wenn das die richtige Art und Weise ist. Und als wäre das, was wir machen, die falsche Art und Weise. Und aus dem letzten Jahrhundert, aus dem vorigen Jahrhundert. Und wir sind doch irgendwie Transgender, wir sind doch Boomer. Ich bin ein Boomer im Körper eines Millennials und ich soll mal runterkommen und irgendwie. Und hier mal einen Billardtisch hinstellen und mal ein bisschen locker machen. Und die Leute sollen mal ein bisschen entspannen hier auf Arbeit oder so. Aber dann haben wir keinen Output mehr. Dann passiert halt hier nichts mehr. Dann produzieren wir nichts. So können wir nicht arbeiten. Also das funktioniert in einem bestimmten Bereich und in einem anderen Bereich funktioniert es nicht. Und wie man das miteinander aber harmonisieren kann, weil unsere Mitarbeiter, die gucken sich das ja auch an. Die lesen das und sagen, was ist Scheiße. Ich habe hier was falsch gemacht in meinem Leben. Und das steigert Unzufriedenheit. Wie gehen wir damit um? Wir versuchen ja schon hier, die Arbeitsbedingungen maximal angenehm zu gestalten. Wir haben einen Mittagstisch, wir werden hier bekocht. Wir sitzen hier alle, wir bieten eine maximale Flexibilität für unsere Mitarbeiter. Wir haben viele alleinerziehende Mütter, die brauchen das unbedingt. Alleinerziehende Väter leider nicht. Ich sag's nur, okay, ist jetzt nicht irgendwie nur, weil nur Mütter alleinerziehend sein können. Nein, Väter können auch alleinerziehend sein, haben wir aber nicht. Punkt. Die brauchen aber sehr viel Flexibilität, weil da sich mal was, nicht, das ist nicht vorhersehbar. Und da versuchen wir maximal das Angebot zu schaffen und so. Aber irgendwo ist da eine Grenze erreicht in dem produzierenden Gewerbe. Ich kann meine Leute nicht von Portugal arbeiten lassen. Sollen die den Nehmer? Das ist nicht möglich. Wir arbeiten hier in der Linie. Aber das ist auch vielleicht der Nachteil des Chefseins oder des Unternehmerdaseins. Also zum einen, du könntest es dir sehr zu Herzen nehmen, was du tust. Aber du müsstest es ja nicht, ne? Doch, ich muss es mir natürlich zu Herzen nehmen, weil wie gesagt, meine Mitarbeiter, die lesen das, okay, und sagen, oh, ich habe hier das Falsche gewählt in meinem Leben und ich bin deswegen unzufrieden. Das ist das eine. Und zweitens, junge Menschen lesen das und von den jungen Menschen möchte niemand mehr produktiv arbeiten dann. Weil, ist ja logisch, nicht wahr? Weil die verstehen das schon auch. Die verstehen das schon auch, dass das nur in einem digitalen Beruf funktioniert, möglich ist, nicht wahr? Und das wird uns in richtige Scheiße reinmanövrieren. Auf Dauer. Es gibt ja Gründe, warum. In der Tagesschau habe ich es gesehen. Miele streicht hier Stellen. Ne? Absoluter deutscher Traditionsbetrieb. Miele, Alter. Hört auf hier in Deutschland. Das ist absolute Scheiße für uns. Das ist absolut Scheiße. Ach, und da habe ich gelesen, hat Christian Lindner gesagt, er war irgendwie, glaube ich, in Istanbul. Da wurde er darauf angesprochen, hier auf ZF und auf Miele-Situation. Und da hat er gesagt, die regulatorischen Kosten in Deutschland sind zu hoch. Und wisst ihr, was er damit gemeint hat? Hier, habe ich Post bekommen. Mit regulatorischen Kosten meint er Bürokratie. Wurde geschrieben am 16.02. Wir haben heute den 21. Also vorgestern haben wir es bekommen, oder was, ne, Kadi? Landkreis Nordwestmecklenburg, der Landrat, untere Bauaufsichtsbehörde. Sehr geehrter Herr Scheel, ich beabsichtige Ihnen im Zuge der sofortigen Vollziehung die Nutzung des ehemaligen Stallgebäudes nebst Anbau bis zur Beseitigung bla 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 zu untersagen. Ich wiederhole. Ich beabsichtige Ihnen im Zuge der sofortigen Vollziehung die Nutzung des ehemaligen Stallgebäudes nebst Anbau zu untersagen. Hier, bis zum 29.02. habe ich Zeit, beim Fachdienst vorzusprechen. Ansonsten müssen wir hier das Gebäude räumen. Wisst ihr Bescheid, Freunde? So, was war passiert? Da war am 29.01. war eine Gesandtschaft, eine Entourage der unteren Bauaufsichtsbehörde hier. Zu dritt waren sie. Es war da von der unteren Bauaufsichtsbehörde, das ist hier der Schnüffler, der fährt hier durch die Gegend und schnüffelt, ob hier irgendwer irgendwo ein Dachspan ausklingt, was er nicht darf. Dann war da der Herr unser Sachbearbeiter. Und dann war noch ein Herr da, der macht Prüfstatik. Also wir haben einen Statiker, den wir teuer bezahlen. Und dann müssen wir aber noch einen zweiten Statiker bezahlen, den das Amt Nordwestmecklenburg beruft, der dann unseren Statiker noch einmal überprüft. Ist ja alles logisch, ist ja alles klar. Und die waren zu dritt da. Und standen hier plötzlich auf der Matte, haben behauptet, sie hätten sich angemeldet per Mail und Brief. Kathi, haben Sie? Nein, haben Sie nicht. Wir haben alles durchsucht. Wir haben unseren E-Mail-Postfach durchsucht, wir haben unseren Server durchsucht, wir haben hier alle Briefe ungeöffnet durchforstet. Wir haben hier keine ungeöffneten Briefe. Katharina ist Büroleiter hier. Ich nehme alles zurück. Ich entschuldige mich vielmals.
So, Freunde, die hatten sich nicht angemeldet. Haben so getan, als hätten sie sich angemeldet. Gott sei Dank war zufällig unser Bauingenieur gerade auf dem Hof. Ne? Da haben sie erstmal direkt so einen Zappen gehabt. Ne? Das war aber ganz zufällig, wegen einer ganz anderen Sache, war der hier, der Bauingenieur. Ja, sie wollen jetzt hier eine Begehung machen. Dann sind wir durchgegangen. Und dann hat der gesagt, draußen noch, hat der Herr behauptet, naja, Herr Scheel, es geht ja hier nur um Papierkram. Es ist ja nicht so, als wäre hier Gefahr im Verzug auf Ihrer Baustelle. Ne? Sie haben ja hier keine statischen Mängel oder irgendwas. Es geht doch nur noch um Papierkram. Wir können doch mal eine kleine Begehung machen. Daraufhin habe ich, kleiner Naivling, der Begehung zugestimmt, im Grunde genommen. Also haben wir hier eine Begehung gemacht, haben uns das alles angeguckt. Ja, ja, alles ganz nett. Dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Und dann haben sie uns diesen Brief hier geschrieben, in dem es heißt, es bestehen erhebliche Mängel zur Standsicherheit. Das heißt, im Grunde genommen, Kathi, dass du dich traust, hier dieses Gebäude noch zu betreten. Bist du lebensmüde. Ich auch. Und alle hier, ihr die auch da, unsere hier, alle lebensmüde. Weil ihr seht, ist ja klar, sieht man doch hier. Das wackelt alles hier, das ist alles nicht statisch berechnet. Eigentlich spielen wir hier Mikado ein bisschen, ne? Haben wir hier Mikado gespielt beim Bau des Dachstuhls irgendwo. Also so geht das doch nicht. Und dann stehst du da mit wirrem Haar. Jetzt, wir sind hier, wir haben hier Mitarbeiter, wir sind hier am Arbeiten, wir haben Bestellungen, wir sind hier im laufenden Prozess. Und dann schreiben die uns, so Herr Scheel, ich untersage Ihnen jetzt hier die Nutzung Ihres neu gebauten Gebäudes. Erst einmal muss ich mich jetzt stundenlang damit beschäftigen. Ja? Ich muss mich jetzt stundenlang mit dieser Scheiße beschäftigen. Ich muss stundenlang meinen Bauingenieur beschäftigen. Ich muss stundenlang Kathi beschäftigen. Ohne irgendeine Wertschöpfung. Und das nicht Steuern, nicht Lohnkosten. Das hier ist der Grund, warum wir Unternehmen ans Ausland verlieren. Warum keiner mehr Bock hat, in Deutschland zu produzieren. Diese netten Herren sind daran schuld. Und es ist auch nicht der Gesetzgeber, sondern es ist, meines Erachtens, liegt es an den Prozessbeteiligten, an den Leuten in den Ämtern, die Gesetze durchsetzen. Und die sich dann immer verstecken dahinter, ja, ich führe ja nur das Gesetz. Sie meinten ja auch, gesetzlich am Anfang geht das hier nicht, was wir hier machen. Das gibt keine gesetzliche Grundlage, nicht wahr? Kam ein anderer Landrat, ging es auf einmal doch gesetzlich. Also dieses Verstecken hinter Gesetzen ist ja wohl der größte Bullshit, ne Kadi? Oh Leute, Alter, was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich auch nicht, was ich jetzt mache. Im Grunde genommen müsste ich jetzt irgendwie schon, ab 1. März müssten wir jetzt irgendwie unsere Mitarbeiter zwingen, Urlaub zu nehmen oder so. Ich weiß es nicht, Kadi. Na, jetzt warten wir mal ab, weil es auch wieder schon was ist. Ja, warten wir mal ab, Alter, es ist der 21. Es ist der 21. So, was ein Problem zum Beispiel ist, seht ihr diese Stahlseile da? Diese Stahlwanden da? Die haben eine Zulassung für einen anderen Gebäudetyp. Die Lastannahmen sind aber für unseren Gebäudetyp genau die gleichen wie für den anderen Gebäudetyp. Es hat nur noch niemand diese Zulassung mit Copy-Paste für die andere Baukategorie gemacht, für die andere Gebäudekategorie gemacht, okay? So, daran hängen die sich jetzt auf. Verstehst du? Das Ding hier hat Stahlbau Husen gebaut. Die haben schon hunderte solcher Hallen gebaut. Nie irgendwo ein Problem gewesen, okay? Aber die bauen halt normalerweise einstöckige Gewerbehallen oder Ställe oder sowas. Das ist hier nun mal ein Stall gewesen. Ich wurde gezwungen, die äußere Makulatur soll so bleiben. Also habe ich hier einen Stall drauf gesetzt. Ist doch scheißegal, ob wir nun Kühe sind oder ob wir Menschen sind. Das Dach muss halten. In jedem Falle, oder nicht? Ich begreife das alles nicht. Ich will auch nicht mehr, Kadi. Ich will auch einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Und der Bauingenieur, der saugt sich jetzt irgendeine Scheiße wieder aus den Fingern. Und wir hoffen dann, dass das dann irgendwie in Ordnung ist hier für die Jungs. So, das wollte ich euch erzählen. Was ist denn sonst noch passiert? Ist auch irgendwas Positives passiert so in letzter Zeit? Ich weiß nicht, Kadi. Ist auch was Positives passiert? Ich weiß es auch nicht so richtig. Was ist denn Positives passiert? Ja, wir haben einen neuen Schrank. Genau, wir haben einen neuen Schrank. Wir haben investiert, Kadi, ne? Es ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich bin immer so ein alter Knauser. Ich hätte gesagt, wir gucken mal bei eBay Kleinanzeigen. Und da haben meine Leute hier einfach ohne mich, ich kam hier einmal, eines Tages kam ich hierher, da war Simon gerade dabei, hier irgendwas zusammenzuschreiben. Ich habe gesagt, was ist das denn hier? Ja, unser neuer Schrank. Tja, sowas geht dann einfach an mir vorbei, ist aber in Ordnung. Dafür kann ich sie halt nicht mit dem VW-Bulli nach Portugal schicken, ne? Aber so einen schönen neuen Schrank, den gönne ich euch mal, Kadi. Ja, und jetzt haben wir hier, was haben wir denn hier drin? Guck mal, gar nichts hier, gehende Leere. Wieso ist hier nichts drin, Kadi? Oh, guck dir das an hier. Was haben wir hier alles drin? Bürokacke. Naja, aber wir haben halt hier auch unsere Patches hier, verschiedene Muster halt. Ne? Wir brauchten halt irgendwie was, wo wir Muster unterbringen können. Wir machen ja allerhand.
Nicht wahr? Wir haben verschiedene, aus Wolle kann man einfach viel machen. Guck, hier sind unsere Geschäftskunden. Meditex, Ricosta, Wildling, Monaco Ducks, Doropack, Wetterpelle, alle da. Und B2G, wir machen ja auch, ja, stimmt ja, wir machen auch Business to Government, ne Kadi? Neuerdings. Business to Government, wir haben an einer Ausschreibung teilgenommen für den Nationalpark Unteres Odertal. Die haben Ranger im Biosphärenreservat und die wollten gerne Arbeitsbekleidung haben. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir. Haben wir teilgenommen, haben wir ein Angebot gemacht und Muster geschickt und haben wir gewonnen, die Ausschreibung, ne? Dann haben wir gewonnen. Schaka, Freunde. Jetzt betreten wir aber eine Welt des Schmerzes, sage ich euch, ne? Kadi, ist das so? Erklär das mal. Naja, die Ausschreibung war schon schwierig, weil die natürlich irgendwelche Kriterien haben, die nicht besonders gut auf uns gepasst haben. Nein, nicht auf uns gepasst, warte mal, das muss ja auch nicht sein, das muss ja nicht auf uns passen. Aber die Kriterien haben halt auch nicht auf das gepasst, was sie eigentlich wollen. Ne? Also genau, es war sehr viel hin und her, wir haben sehr viele E-Mails geschrieben, telefoniert, bis Marco ja irgendwann mal angerufen hat und gesagt, also jetzt muss es aber mal reichen, wollen Sie denn die Jacken von uns oder nicht? Ja, naja. Und jetzt, dann haben wir ein Paket hingeschickt für die Anprobe, damit jeder Mitarbeiter auch die passende Jacke bekommt. Das ist dann leider vor Weihnachtszeit in der Post im Nirvana gelandet. Dann haben wir nochmal ein Paket hingeschickt und jetzt warten wir darauf, dass sie bestellen, die Größen. Und dann können wir produzieren. Ja. Und dann muss es aber so sein. Und dann muss es aber ganz schnell gehen auf einmal, ne? Wenn Sie bestellen, dann muss es auf einmal ganz schnell gehen. Ein Logo hier am Arm und die Größe ist auch festgelegt. Und ein Logo hier, glaube ich, ja, die Größe ist festgelegt. Ja, ja. Und Farben waren festgelegt. Ist auch alles okay. Ist schon alles okay. Aber es sind viele Kriterien irgendwie, die eingehalten werden müssen. Ach, hier, guck mal, Freunde, hier haben wir Wollmuster. Das ist der Goldstaub, ne? Normalerweise ist es so, in der Wollwelt, die feinen Wollen, ne? Die Merino-Wollen und so, die werden gehypt und so. Wir interessieren uns für ganz andere Sachen. Wir interessieren uns hier für solche. Guck mal, so eine Wolle, ne? Die Farbe, so eine dunkelbraune Wolle, so eine homogene, wunderschöne Farbe. So was gibt es nur ganz, ganz wenig, ne? Das ist hier Black Welsh Mountain Sheep aus Großbritannien. Haben wir lange nach gesucht und gute Beziehung aufgebaut, ne Kadi? Und jetzt läuft's langsam. Jetzt kriegen wir, und wir brauchen viel. Zum Beispiel hier, ne, hier ist es drauf, hier ist es drauf, ne? Also wo wir sozusagen, oder wir machen auch so Herringbones, wie sagt man denn? Fischgratmuster, wo haben wir das denn? Guck hier, ne, so kann man dann braucht man halt nicht unbedingt einfärben, sondern man kann dann aus einer solchen Wolle hier, ne, das ist der helle Ton, und einer solchen Wolle kann man dann auch Webmuster machen, nicht? Ohne irgendeine Chemie, ohne irgendwelchen Mist. Ja, und dann kriegen wir immer, wenn wir Wolle waschen lassen, kriegen wir immer ein Muster, nicht? Weil da müssen wir müssen immer mal eine Nase nehmen, verschisse? Wir sind hier immer high auf Wolle, weil wir kriegen dann so ein Muster und dann muss immer mal gerochen werden, ne? So, merkt ihr mal den Geruch? Jetzt riech mal die hier. So, merkst du einen Unterschied? Ja, merkst du einen Unterschied? Welche hat weniger gerochen? Ja, die zweite hat weniger gerochen, ne? Genau. Das heißt also, die zweite hier ist besser gewaschen. Und die Waschqualität, die müssen wir kontrollieren, nicht? So wie alles auf der Welt passiert nichts so, wie wir uns das wünschen und vernünftig von vornherein. Nein, wir müssen die Waschqualität kontrollieren. Das heißt, wir kriegen Muster, wir riechen da dran, wir nehmen, das könnten die auch selber, machen sie aber nicht, fragt mich nicht warum, funktioniert halt nicht. Und der Grund dafür sind verschiedene Sachen. Was die dann falsch machen. Wasserhärte spielt eine große Rolle. Wassertemperatur spielt eine viel größere Rolle. 70, 80 Grad brauchen wir schon, damit eine richtig gute, weiche Emulsion mit dem Lanolin geschaffen wird und mit den Pheromonen, dass also die Geruchsstoffe rauskommen. Genau. Und die Geschwindigkeit. Das heißt, es sind 7 Becken, ne, durch die das Ganze durchgeht. Das werden wir schon nochmal, da fahren wir mal hin und gucken uns das mal an. Aber das sind 7 Becken, wo das durchgeht. Und je nachdem, wie schnell das da durchgeht, wird es besser gewaschen oder nicht so gut gewaschen halt, ne? Das ist korrekt. Ich war im Fernsehen. Ich war bei Dieb und Deutlich. Zum zweiten Mal schon. Ich war da schon mal bei der Aminata da, die moderiert das Ganze. Die wollten mich noch mal sprechen. Da ging es im Grunde genommen um Bauernproteste, Stadt-Land-Konflikte und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, dass ich ein Wandler zwischen den Welten bin und vielleicht das ein oder andere kluge Wort dazu sagen könnte. Stimmt vielleicht, weiß ich nicht. Könnt ihr euch angucken. Ich glaube am 7. März, Kadi. Wir verlinken das in der Bio, oder wie sagt man denn, ne? Ich weiß das auch nicht so genau, Olivia. Also irgendwo, ihr findet das beim Video, könnt ihr euch das anschauen. Ist ganz interessant, da war der Guido Maria Kretschmer auch dabei, ja, von Shopping Queen. Oder was heißt von Shopping Queen, der macht ja viele Sachen, ne? Aber auch unter anderem Shopping Queen. Und dann war eine Dame dabei, eine Jägerin, die fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also, weil die hat sozusagen dieses Thema Jagd, das ja
einen sehr kontroversen gesellschaftlichen Diskurs auslöst, mal sehr reflektiert dargestellt. Das fand ich ganz gut, dass sie auch mal sozusagen auch richtig aus, sie konnte da auch mal ausreden. Also das war mal so eine Position, mit der ich noch nicht so konfrontiert war. Ich fand es ganz interessant, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ach so, dann wollte ich euch nochmal zeigen, guck mal, hier sind wir auch gerade dabei am Entwickeln. Hier, so sieht das dann aus, wenn wir hier so Prototypen schaffen. Wir arbeiten gerade hier an einem, das ist sozusagen so das aktuelle, die aktuelle Situation. Ja, so ein Hausschuh, Hüttenschuh irgendwie. Weil wir haben gesagt, okay, wir können den relativ einfach machen. Wir haben alle Materialien im Haus. Und es gibt eigentlich nur aus neuseeländisch-australischer Merino-Wolle solche Schuhe. Und da haben wir gesagt, komm, das machen wir. Das probieren wir uns mal. Und das ist jetzt unser aktueller Prototyp. So in diese Richtung wird es wohl gehen. Finde ich ganz schick eigentlich. Ne, verschiedene Größen natürlich. Wir werden wohl von 36 bis 48 machen. Also ich denke, wir werden das im März, wird das kommen. Und dann kann man das kaufen. Warum hat Irina eigentlich eine Flasche Whisky am Tisch stehen? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, nee, also jetzt mal ohne Quatsch, Alter. Was ist denn hier los? Und hier ist das Glas ist auch dazu. Ja, genau. Oh Gott, die Statik. Oh Gott, die Statik. Föhr, auf Insel Föhr. Ach ja, die wollten eine Verpackung von uns haben für ihren Frisian Single Farm Whisky. So, dann haben wir hier, sind wir gerade dabei, überlegen, ins Pferdesortiment einzusteigen. Wir machen hier so Sattelpads für unter den Sattel. Und dann haben wir hier eine Abschwitzdecke. Das Ding ist nämlich, wir haben verschiedene Leute schon ausgestattet mit unserem Material und haben rundweg sehr positives Feedback bekommen. Die Reiter und Reiterinnen sagen, dass insbesondere die Abschwitzdecke sehr geil ist, weil dass die Wolle hygroskopisch ist, Feuchtigkeit aufsaugt und innerhalb von 10 Minuten die Tiere nach großer Belastung sind die Tiere wieder trocken. Und wir haben sehr, sehr wenig aus Wolle, insbesondere aus deutscher Wolle, gar nichts auf dem Markt gefunden und haben gesagt, da gehen wir rein. Das probieren wir aus. Ich sehe halt, wir sind auf Messen oft, wo auch Reitsportartikel angeboten werden. Zum Beispiel die Jagd und Pferd in Hannover oder so. Und da geht nur Plastikscheiße über den Tresen. Und da haben wir gesagt, Alter, das geht so nicht weiter. Da müssen wir irgendwie was machen. Und das ist unser erster Aufschlag. Ne? Mal gucken, wie das dann wird. Aber das Sattelpad hier, das ist eigentlich ganz geil geworden. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Ja, wir stellen immer wieder um. Ja, wir haben jetzt hier, müsst ihr mal vorbeikommen, weil wir nehmen alles mit diesen beiden Farben, die nehmen wir aus dem Sortiment. Und dann hängen die, was wir noch haben, hängt dann hier zum Abverkauf. Ne? Könnt ihr kommen, könnt ihr euch anprobieren. Bei uns jeden Tag zwischen 8 und 15.30 Uhr könnt ihr kommen. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir unsere Produktpalette nicht zu stark diversifizieren, damit wir ein schlankes, kleines Lager behalten. Und auch unser Rohwarenlager nicht zu fett wird, weil wir ja sozusagen dann noch ein Tuch vorrätig haben müssen. Und deswegen versuchen wir einfach immer mal wieder neue Farben anzubieten, zu gucken, was die Leute wollen. Wir gucken auch rein, was sind so die Trendfarben, was bietet Pantone an, was sind so die Trendfarben für Herbst, Winter 24, 25 zum Beispiel. Und versuchen dann in dieser Richtung irgendwie uns weiterzuentwickeln und nehmen dann auch immer Farben, müssen dann auch aus dem Sortiment rausfallen. Das hilft ja nun mal nicht, ne? Ja, Leute, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, ne? Habe ich mich wieder ein bisschen aufgeregt, aber es ist ja auch irgendwie eine krasse Nummer hier mit solchen Drohungen oder vielleicht auch mit Vollzug. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, ne? Das ist ja hier irgendwie ein ongoing struggle und das sollt ihr ja auch wissen. Jetzt aber eigentlich beginnt mein wirklicher Arbeitsalltag erst. Jetzt haben wir aber schon so ein langes Video gemacht. Den zeigen wir euch nächste Woche. Aber die Kamera kommt jetzt mit mir mit. Wir haben einiges zu tun. Wir sind ja hier in unserem neuen Gebäude und haben hier immer noch Infrastruktur zu bauen und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt. Und nächste Woche könnt ihr euch das anschauen. Bis dahin. Was sag ich? Liken, abonnieren, Notification, sagen die immer, die anderen. Und was habe ich noch gesagt? Kommentieren. So, habt ihr gehört. So, viel Spaß. Ciao.